Willkommen zur Videolösung der Serie 12, Aufgabe 4. In der Aufgabe haben wir einen Behälter gegeben, der mit Wasser gefüllt ist. Und in den Behälter ist ein Loch eingebohrt worden, das eine Strecke klein h unterhalb dem Wasserspiegel liegt. In der Teilaufgabe A soll die Distanz bestimmt werden, die das Wasser, welches aus dem Loch austritt, hinter sich legt, bis es auf den Boden aufkommt. Diese Distanz wird klein d genannt und die Lösung wird direkt auch in der Aufgabenstellung schon gegeben. Und zwar hängt d nur von der Höhe groß H des Wasserspiegels und der Höhe klein h des Lochs ab. In der Skizze sind noch weitere Variablen eingezeichnet, die möglicherweise hilfreich werden können für unsere Berechnung von d. Das ist einmal die Dichte des Wassers, dann der Luftdruck und die Geschwindigkeit des Wassers, das es hat, wenn es aus dem Loch austritt. Der Lösungsweg in dieser Videolösung ist ein bisschen alternativ zu dem Lösungsweg in der Musterlösung. Und zwar wird es bei uns hilfreich sein, die Querschnittsfläche des Behälters auch noch zu benennen. Und deswegen werde ich das tun. Und zwar benenne ich die Querschnittsfläche groß A und sie ist auch in der rechten unteren Skizze, in der 3D-Skizze, eingezeichnet in lila. Es ist gut, sich als erstes zu überlegen, welche dieser physikalischen Größen, die ich gerade genannt habe, im engsten Zusammenhang steht mit der Länge d. Und das ist nämlich die Geschwindigkeit v. Sobald wir die Geschwindigkeit v wissen, können wir die Bewegungsgleichung aufstellen für das Wasser, das aus dem Loch tritt, und damit dann letztendlich die Strecke d bestimmen. Das heißt, die Hälfte der Aufgabe besteht darin, die Geschwindigkeit v zu bestimmen, und damit werden wir anfangen. Im Tipp ist geschrieben, dass die Benoni-Gleichung benutzt werden soll. Und zwar besagt diese, dass die Summe aus dem statischen Druck und dem dynamischen Druck innerhalb einer Stromlinie konstant ist. Das ist für uns hilfreich, weil der dynamische Druck an irgendeiner Stelle innerhalb einer Stromlinie explizit von der Geschwindigkeit des Stroms an dieser Stelle abhängt. Und in unserer Aufgabe haben wir auf jeden Fall einen Strom, der durch das Loch in der Wand führt. Das heißt, wir können auf jeden Fall den dynamischen Druck auf das Loch und damit die Geschwindigkeit des Wassers V durch das Loch in Verbindung setzen mit den Drücken, die auf irgendeine andere Stelle innerhalb dieses Stroms wirken. Explizit müssen wir uns jetzt, bevor wir die Gleichung aufstellen können, erst überlegen, wie der Strom überhaupt fließen wird, sobald das Wasser durch das Loch abfließen kann, wenn das Loch sehr klein ist. Und das ist auch, wie das Loch in der Aufgabenstellung beschrieben wird, dann fließt das Wasser sehr langsam ab. Das heißt, im Endeffekt, das Wasser wird sehr gleichmäßig flächendeckend abfließen. Damit können wir, wenn wir den Wasserbehälter aufteilen, im Prinzip den unteren Teil, den ich hier in grün markiert habe, das ganze Wasser, das unterhalb des Lochs ist, ignorieren. Das wird keinen Teil haben an dem Strom, der fließt. Das wird einfach nur da bleiben. Das Wasser, das da drüber ist, das ich hier in dem orangenen Volumen markiert habe, das wird alles abfließen, und zwar konstant abfließen. Das heißt, wir können uns vorstellen, dass jedes Wassermolekül innerhalb von dem orangenen Volumen einmal in die lilane Fläche hineinfließt und dann direkt in Richtung von dem Loch abfließt. Und weil wir jetzt mit der Querschnittsfläche A und dem Loch zwei Stellen haben, durch die ein Strom fließt, können wir die Bernoulli-Gleichung benutzen, um die Summe der statischen und dynamischen Drücke an den beiden Stellen jeweils gleichzusetzen. Und wir werden die Gleichung gleich noch im nächsten Schritt ziemlich sehr vereinfachen. Aber im ersten Schritt will ich die Gleichung wirklich allgemein für alle Zeiten aufschreiben. Und das spielt in der Hinsicht eine Rolle, dass der Wasserspiegel natürlich mit der Zeit sinken wird. Das heißt, die Höhe des Wasserspiegels, klein h von t, in Bezug auf das Loch, wird sich mit der Zeit verändern. Und das zieht die Konsequenz mit sich, dass sich ein paar dieser Drücke auch mit der Zeit verändern werden. Und das werden wir jetzt gleich sehen, wenn ich die einzelnen Drücke explizit aufschreibe. Der statische Druck auf die Querschnittsfläche A ist der Druck, der im Endeffekt auf die Fläche wirkt, wenn das Loch noch nicht geöffnet ist. Und er lässt sich aufteilen auf zwei Drücke. Und zwar spielt einmal der Luftdruck da eine Rolle. Der Luftdruck ist sozusagen einfach der Hintergrunddruck, der immer wirken wird, sobald irgendwas mit Luft umgeben ist. Und der andere Druck, der noch auf die Querschnittsfläche wirkt, ist der Druck, der durch das Wasser entsteht, das in diesem orangenen Volumen ist. Also das Wasser, das einfach über der Querschnittsfläche liegt, bewirkt eine Gewichtskraft auf die Querschnittsfläche A. Und
diese Gewichtskraft, die auf eine Querschnittsfläche wirkt, ist im Endeffekt per Definition einfach ein Druck, der auf die Querschnittsfläche wirkt. Explizit verändert sich die Masse von dem ganzen Wasser in dem orangenen Volumen mit der Zeit, weil sich der Wasserspiegel verändert. Die Masse ist gegeben einfach durch die Dichte des Wassers mal das Volumen des Wassers, und das Volumen in Abhängigkeit von der Zeit ist einfach Querschnittsfläche mal die Höhe des Wassers, klein h. Und der Druck ist dann zuletzt einfach per Definition die Gewichtskraft, die das Wasser bewirkt, geteilt durch die Querschnittsfläche. Und das lässt sich zurückführen auf die Dichte des Wassers mal die Erdbeschleunigung g mal die Höhe des Wassers, klein h von t. Der dynamische Druck auf die Fläche hat die gleiche Form wie der dynamische Druck auf das Loch. Und zwar, dass er einfach 1/2 mal die Dichte des Wassers mal die Geschwindigkeit des Wassers durch die Querschnittsfläche a im Quadrat ist. Der einzige statische Druck, der auf das Loch wirkt, ist der Luftdruck, der einfach von außen drauf drückt. Und der dynamische Druck, der auf das Loch wirkt, den haben wir gerade eben schon aufgeschrieben hier. Der ist einfach 1/2 mal Dichte des Wassers mal Geschwindigkeit des Wassers durch das Loch. Und hier in der Gleichung werde ich jetzt zur Allgemeinheit noch die Geschwindigkeit von der Zeit abhängen lassen. Und die Abhängigkeit von der Zeit werden wir jetzt aber im nächsten Schritt loswerden, indem wir unsere ganzen Überlegungen nur auf einen ganz kurzen Zeitabschnitt begrenzen. Um das zu veranschaulichen, habe ich hier den Behälter für verschiedene Zeitpunkte aufgezeichnet. Einmal ganz links zum Zeitpunkt t gleich 0, zu dem das Loch gerade geöffnet wurde. Das heißt, zu dem Zeitpunkt kann noch kein Wasser abgelaufen sein. Dann der nächste Zeitpunkt ist der Zeitpunkt, den ich hier tb nenne. Das ist der Zeitpunkt, zu dem der Wasserstrahl gerade auf den Boden gelangt ist. Und wir haben vorher gesagt, wir nehmen an, dass das Loch sehr klein ist und dass eigentlich sehr wenig Wasser abfließt. Womit wir annähernd sagen können, dass der Wasserspiegel klein h zu dem Zeitpunkt tb immer noch die gleiche Größe hat wie zu dem Zeitpunkt t0. Also wir gehen einfach davon aus, dass obwohl ein bisschen Wasser abgeflossen ist, dass sich der Wasserspiegel im Endeffekt nicht verändert hat. Zu größeren, späteren Zeiten habe ich dann hier eingezeichnet, wie der Wasserspiegel dann sinken würde und die Weite, die das Wasser, der Wasserstrahl hinter sich legt, auch kleiner werden würde. Aber das ist im Endeffekt für uns alles irrelevant. Das interessiert uns nicht für die Aufgabe. Das ist einfach nicht das Zeitregime, das wir in der Aufgabe hier betrachten. Damit lässt sich jetzt die Bernoulli-Gleichung vereinfachen, in dem Sinn, dass in dem Zeitraum, den wir betrachten, die Wasserspiegelhöhe klein h von t konstant ist. Und zwar, dass es einfach die Anfangshöhe klein h ist. Und die Geschwindigkeit, die das Wasser durch die Querschnittsfläche a hat, wird auch 0 sein in diesem ganzen Zeitraum. Das kann man sich so vorstellen, dass zu dem Zeitpunkt t gleich 0, zu dem das Loch gerade geöffnet wurde, konnte noch kein Wasser fließen. Das heißt, kein Wasser konnte durch die Querschnittsfläche fließen. Das heißt, dort war Geschwindigkeit 0. Und weil wir uns immer noch bei so kleinen Zeiten befinden in diesem ganzen Zeitraum und die Höhe sich auch nicht verändert des Wasserspiegels, können wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass wirklich Wasser mit einer Geschwindigkeit durch die Querschnittsfläche durchfließt. Im Prinzip, wenn man es ganz genau nimmt, muss ein bisschen Wasser durchfließen, weil natürlich auch ein bisschen Wasser durch das Loch rauskommt. Aber diese Geschwindigkeit ist so klein, dass wir sie vernachlässigen und einfach null setzen. Wenn wir das alles in Betrachtung ziehen, dann können wir die Bernoulli-Gleichung, die wir oben schon halbwegs explizit aufgeschrieben haben, können wir nochmal hier runternehmen und damit jetzt so vereinfachen, dass wir tatsächlich auch was Sinnvolles daraus kriegen. Explizit gibt mir also der statische Druck auf der linken Seite der Bernoulli-Gleichung einfach nur den Term, den der Druck des Wassers gibt. Das ist in dem Zeitraum, den wir betrachten, rho mal g mal h. Der dynamische Druck auf der linken Seite ist dann 0, weil die Geschwindigkeit durch die Querschnittsfläche 0 ist. Und auf der rechten Seite bleibt dann, wenn wir den Luftdruck rausgekreuzt haben, nur noch der dynamische Druck vom Loch stehen. Und der ist 1/2 mal rho mal Geschwindigkeit des Wassers im Quadrat. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt nur noch nach v umstellen, dann kommen wir auf die Lösung, dass das Wasser durch das Loch die konstante Geschwindigkeit von der Wurzel aus 2 mal g mal h hat. Jetzt, wo wir die Geschwindigkeit wissen, die das Wasser hat, wenn es aus dem Loch rauskommt, können wir die Bewegungsgleichung aufstellen. Dafür zeichne ich hier vielleicht auch noch mal kurz eine Skizze hin, einfach um in die Skizze selber noch das Koordinatensystem einzuzeichnen, mit dem wir arbeiten werden hier jetzt in der Aufgabe.
Und zwar wird die X-Richtung einfach horizontal am Boden entlang zeigen und die Stelle x gleich 0 wird gerade am rechten Ende vom Behälter sein und die Y-Richtung zeigt nach oben und hat auch ihren Nullpunkt am Boden. Die Bewegungsgleichung für die X-Koordinate des Wassers ist dann zuerst mal einfach die X-Koordinate, die das Wasser zum Zeitpunkt 0 hat. Das ist in unserem Koordinatensystem 0. Plus die Anfangsgeschwindigkeit, die das Wasser hat, mal der Zeit. Und die Anfangsgeschwindigkeit entspricht jetzt gerade der Geschwindigkeit, die wir im Teil davor berechnet haben, also dem v. Und weil keine Kraft in x-Richtung wirkt, wird das Wasser auch nicht in x-Richtung beschleunigt. Das heißt, das sind alle Terme, die in der Bewegungsgleichung für die x-Koordinate vorkommen. In der Bewegungsgleichung für die y-Koordinate kommt zuerst wieder die Höhe y zum Zeitpunkt 0 vor. Das ist bei uns das große h minus klein h. Und das Wasser hat aber in y-Richtung keine Anfangsgeschwindigkeit, das heißt, der Term fehlt hier. Und das Wasser wird aber beschleunigt in y-Richtung mit der Beschleunigung minus g, das heißt, es kommt noch dieser Beschleunigungsterm minus 1/2 g mal t Quadrat vor. Was wir letztendlich in der Aufgabe berechnen wollen, ist das x zum Zeitpunkt tb. Das heißt, wir müssen dafür zuerst den Zeitpunkt tb explizit bestimmen. Und der ist dadurch gegeben, dass das Wasser zu dem Zeitpunkt den Boden erreicht, also dass y von tb gleich 0 ist. Wenn wir das einfach einsetzen und nach tb umstellen, dann kommen wir in die direkte Lösung. Und zwar, dass tb gleich der Wurzel von 2 durch g mal groß h minus klein h ist. Und um dann d zu bestimmen, setzen wir das einfach direkt in unsere Bewegungsgleichung für die x-Koordinate ein. Und erhalten letztendlich genau das, was auch schon in der Aufgabenstellung gegeben ist, und zwar, dass die Distanz gerade 2 mal die Wurzel von klein h mal groß h minus klein h ist. Im Aufgabenteil B ist gefragt, ob es irgendeine andere Höhe gibt, an der das Loch sein könnte, sodass die Reichweite d immer noch genau gleich ist. Die alternative Höhe werde ich jetzt hier mit kleinem h' benennen. Und die Frage ist eben, ob es irgendeinen h' gibt, sodass die dazugehörige Reichweite d' gleich groß ist wie die Reichweite des Lochs auf der ursprünglichen Höhe klein h. Wir müssen also einfach die beiden Ausdrücke für die Reichweiten in Abhängigkeit von den verschiedenen Höhen des Lochs gleichsetzen und dann nach der alternativen Höhe h' auflösen. Das ist alles, was gemacht werden muss in der Aufgabe. Also es ist im Prinzip eine rein mathematische Aufgabe. Im ersten Schritt können wir die Vorfaktoren 2 auf beiden Seiten wegstreichen und dann beide Seiten quadrieren. Damit kriegen wir die Wurzeln weg. Dann haben wir auf der einen Seite nur noch das h' mal groß h minus h' stehen, auf der anderen Seite klein h mal groß h minus klein h. Wenn wir das jetzt nach h' auflösen wollen, dann können wir sehen, okay, wir haben da auf jeden Fall irgendwo einen Term mit h' und Quadrat auf der linken Seite stehen. Deswegen bringen wir den mal vielleicht kurz an die ganz linke Seite. Dann haben wir noch einen Term, der nur linear von h' abhängt. Und dann haben wir noch andere Terme, die nicht von h' abhängen, wo die nicht vorkommen. Was das Ganze letztendlich für eine Form hat, ist die von der PQ-Formel oder von der ABC-Formel. Ich werde es jetzt hier mit der PQ-Formel lösen. Dafür muss ich noch den Vorfaktor von dem Minus vor dem h' im Quadrat wegkriegen. Deswegen multipliziere ich hier alles nochmal mit minus 1. Und dann kann ich die PQ-Formel anwenden. In dem Fall hat das p den Wert minus h und das q den Wert klein h mal groß h minus h. Und es gibt dann letztendlich einfach den Term, den ich hier aufschreibe. Insbesondere kann man unter der Klammer den Term vereinfachen, indem wir den hinteren Teil umschreiben als minus 2 klein h mal groß h halbe plus die kleine h im Quadrat. Also wir erweitern mit dem Faktor 2, um den Term großer Halbe zu bekommen. Dann haben wir jetzt auf der linken Seite unter der Wurzel das große Halbe stehen und dann in der Mitte noch einmal. Wir können nämlich dann die binomische Formel rückwärts anwenden und dadurch dann die Wurzel mit dem Quadrat, das man kriegt, wenn man die binomische Formel rückwärts anwendet, also das Quadrat zusammenzieht, miteinander aufheben. Letztendlich bekommen wir dann, wie immer bei der PQ-Formel, wenn die Wurzel nicht 0 ist, zwei Lösungen raus. Und zwar einmal die Lösung, dass h' gleich groß h minus kleiner ist und die zweite Lösung, dass h' gleich klein h ist.
Also die letzte Lösung war das, was wir schon hätten erwarten können. Wenn h' gleich klein h ist, dann ist natürlich die Reichweite genau gleich. Wenn das Loch an der genau gleichen Höhe ist, ist die Reichweite auch genau gleich. Das heißt, die Lösung können wir eigentlich ignorieren. Was für uns interessant ist, ist, dass wenn wir ein Loch in die Wand bohren, das die Höhe h im Vergleich zu dem Boden hat, anstatt im Vergleich zu dem oberen Wasserspiegel, dann hat das Loch immer noch genau die gleiche Reichweite. Also was ich hier meine, ist einfach nur die Höhe groß h minus h im Verhältnis zum Wasserspiegel zu haben, ist das gleiche wie die Höhe klein h zum Boden zu haben. Und was uns damit dann das Resultat hier letztendlich sagt, ist, dass zwei Löcher, die die Höhe h zum Boden bzw. zum Wasserspiegel haben, haben die gleiche Reichweite. In der Aufgabe C ist zuletzt dann noch gefragt, unter welcher Höhe diese Reichweite d maximal sein wird. Und weil wir die Gleichung für die Höhe, für die Reichweite d schon gegeben haben, ist es im Endeffekt wirklich wieder nur eine rein mathematische Aufgabe, und zwar eine klassische Maximierungsaufgabe. Als allererstes ist es jetzt erstmal wichtig, die erste und die zweite Ableitung von d zu bestimmen. Dafür schreiben wir am besten das d von h ein bisschen um. Und zwar schreiben wir anstatt der Wurzel den Exponenten von 1/2 und den Term innerhalb von der Wurzel lösen wir vielleicht auch noch auf, damit wir davon gleich die innere Ableitung ein bisschen einfacher bestimmen können. Die erste Ableitung wird ganz normal nach der Kettenregel bestimmt. Und zwar kommt der Exponent runter, die innere Ableitung raus, das ist groß h minus 2h. Und das hoch 1/2 im Exponenten wird minus 1 gerechnet, das heißt hoch 1/2 wird zu minus 1/2. Und dann im letzten Schritt schreibe ich das Ganze nur nochmal in die ursprüngliche Form um. Wenn wir dann gleich tatsächlich Werte einsetzen und damit rumrechnen, das ist vielleicht mit der Form ein bisschen schöner zu rechnen. Aber um die zweite Ableitung zu bestimmen, benutze ich nochmal hier den mittleren Term. Hier müssen wir jetzt zuerst die Produktregel anwenden. Das heißt, wenn wir das groß h minus 2h ableiten, kommt nur der Faktor minus 2 raus. Der steht hier vorne und der hintere Term bleibt stehen. Und für den zweiten Teil von der Produktregel müssen wir dann auch noch die Kettenregel anwenden, wenn wir den hinteren Term von dem Produkt ableiten. Da kommt dann wieder der Faktor minus 1/2 von dem Exponenten runter, die innere Ableitung groß h minus 2 klein h. Und dann wird noch von den Exponenten minus 1 gerechnet, das heißt, das hoch minus 1/2 wird zu hoch minus 3/2. Um ein Maximum zu finden, müssen wir dafür jetzt erstmal Extremstellen finden. Und das machen wir ganz üblich, indem wir die erste Ableitung 0 setzen. Also wir finden Extremstellen nur bei den Höhen klein h, bei denen die erste Ableitung 0 ist. Deswegen setzen wir das voraus. Und wenn wir unsere bestimmte Ableitung einsetzen, dann sehen wir, dass das genau dann erfüllt ist, wenn klein h gleich groß h halbe ist. In dem Fall ist der Zähler gleich 0. Und was man nicht vergessen darf, ist, dass der Nenner auch ungleich 0 sein muss, was bei uns aber auch erfüllt ist. Der Nenner ist in dem Fall einfach groß h halbe, was auch ungleich 0 ist. Wir haben also nur genau eine Stelle gefunden, an der die Reichweite d ein Extremum haben kann. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, ob das tatsächlich auch ein Maximum ist. Und dafür setzen wir die Stelle in die zweite Ableitung ein. Dafür spiegele ich hier nochmal oben kurz den Term für die zweite Ableitung ab und setze einfach für jedes klein h groß h halbe ein. Wir haben gerade eben schon bestimmt, dass sich dieser Wurzelterm auf groß h halbe reduziert. Das heißt, damit können wir die zweite Ableitung eingesetzt mit groß h halbe auch schon mal ein bisschen vereinfachen. Da kommen jetzt ein paar mehrere Faktoren von groß h halbe drin vor. Wichtig ist aber, dass der hintere Teil wegfällt, weil da im Zähler groß h minus groß h steht. Das heißt, das ist 0 und der Nenner ist ungleich 0. Das heißt, der rechte Term fällt weg. Und wir haben nur noch den linken Term stehen und der vereinfacht sich einfach zu minus 4 durch groß h. Das ist negativ. Und damit haben wir bestimmt, dass die Reichweite klein d tatsächlich bei klein h gleich groß h halbe ein Maximum hat.